Hallo Eisenbahnfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute befinden wir uns am Fuße der Spessartrampe und schauen mal, was uns heute hier so erwartet. Ich wünsche euch nun viel Spaß bei diesem Video. ÖBB Cargo mit kombiniertem Ladungsverkehr. Und der Gegentwindex nach Würzburg. Der nächste Mischer Richtung Laufach talwärts und weiter nach Aschaffenburg. Auch der Mops darf heute nicht fehlen. SBB Cargo mit Kesselwagen Ganzzug. Ein Cargo mit Kesselwagen ganz zu. ICE Richtung Würzburg.
kombinierter Ladungsverkehr die Spessartrampe hinauf oder die neue Spessartrampe hinauf Richtung Heigenbrücken und weiter nach Würzburg. Die alte Spessartrampe lief damals links neben dieser Strecke und hatte natürlich eine viel stärkere Steigung gehabt, so dass hier schwere Güterzüge damals nachgeschoben werden mussten. Die Schubloks standen in Laufach, erst von der Deutschen Bahn. Die Deutsche Bahn weigerte sich dann, die Privatunternehmen den Berg hinaufzuschieben, so dass dann auch ein österreichisches Krokodil der Mittelweserbahn in Laufach stationiert wurde, die dann die privaten EVUs über die Spessartrampe schob. Aber das gehört alles seit dem Umbau der neuen Spessartrampe der Geschichte an. Und der nächste gemischte Güterzug Richtung Heigenbrücken. Wenn einer die Lok kennt, die hier dran war, schreibt es mal bitte in die Kommentare. Sie hatte nur ein Alpha-Zeichen auf der Seite unter beiden Führerständen. Wäre interessant, da ich diese Lok noch nie gesehen hatte. Und wieder ein ICE.
LKW Weiterzug gezogen von der Grünen auf Rot von TX Logistik und ELL. Und natürlich der Mops. Hat sich auch noch interessiert. ICE 1 Richtung Würzburg. Reynos Logistik mit Ambrogio Zug und hinten eine Railpool, die nur leer mitlief. ASL mit dem Mühlitt-Kesselwagenzug. Ja, so ist es, wenn man nicht aufpasst. Aber wir haben den ICE ja doch noch bekommen. Twindex Richtung Aschaffenburg.
So, mit dem heute relativ kurzen Henkelzug, wo auch wieder kein Kesselwagen mit dran war, möchte ich mich dann heute von der Spessartrampe von euch verabschieden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Ihr könnt auch gerne einen Kommentar hinterlassen. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht habt. Drückt auf die Glocke, dann werdet ihr jedes Mal benachrichtigt, sowie ein neues Video erscheint. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, euer Andreas L. So, also schöne Motive noch, wir müssen weiter. Ja. Danke. Tschüss. Tschüss. Ja, das war das Makro zum Abschluss. Danke an den TF und schöne Grüße zurück. Und damit soll es das auch für heute gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wenn man am Zusammenpacken ist, kommt noch mal eine schöne Lok. Aber da ich mich ja im Alex-E-Gebiet gerade befinde, kann ich es auch mal so halten und mich dreimal verabschieden. Jetzt ist wirklich Schluss. Macht's gut. Bye bye. Bis zum nächsten Video.